Und wieder, wie soll es auch anderes sein, kleines Messerchen von Angelo Arms. So, was ist da noch drin? Irgendwas, was ich brauche? Nope. So sieht das gute Stück aus. Hat eine Klingenlänge von 103 mm, Gesamtlänge 189 mm, Gewicht 65 Gramm. Wiegt also gar nichts. Ups, jetzt wollte ich das auch noch wegschmeißen, das wäre ein bisschen dumpf gewesen. So sieht das gute Stück aus. Kostet zum jetzigen Zeitpunkt grandiose 3,90 Euro. Habe ich meiner Sammlung hinzugefügt, weil ich eh bei dem Händler bestellt habe und da habe ich mir gedacht, ach, das ist so billig, das muss ich mitnehmen. Da ich so ein bisschen Messerfanatiker bin, hängt bei mir alles halt an der Wand rum. Ja. Nichts Besonderes. Auch wie alle anderen Messer nicht so qualitativ hochwertig. Eher so eine Deko-Geschichte, würde ich sagen. Also ich weiß es nicht. Ja, scharf ist es schon, aber also runterfallen sollte man es nicht und runterfallen lassen sollte man es vielleicht nicht, weil dann sind gleich die Klingen vorne krumm, die Spitzen krumm, das habe ich schon gehabt. Gut, das war's auch schon wieder. Schnelles Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Werd das Ding unten verlinken. Lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Kanal oder lasst mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, da ist schon okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.